Den ersten halben Tag haben wir schon hinter uns. Total interessant. Bitcoins, Raspberry Pi, Python und so weiter. Mittagessen ist auch schon vorbei. Und jetzt muss ich mir die Beine vertreten. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Da soll es zu einem schönen Aussichtspunkt gehen. Da gehe ich jetzt hin. Nett ist es da. Da habe ich einen tollen Aussichtspunkt entdeckt. Naja, entdeckt. Ich bin dem Weg gefolgt. Wollt ihr auch schauen? Da auf dem Balkon. Dahinter ist mein Zimmer. Und jetzt geht's wieder zurück. Mittagspause ist gleich vorbei. Nachmittag wird's interessant mit dem Raspberry. Mal schauen, was ich dazu dann zu erzählen habe. Na dann. Gehen wir's los? Wie aus Grund 2 noch übrig geblieben war, sicher von Experten zertifiziert, empfohlen, immer up to date, optimal, soll nun auch im Realbetrieb evaluiert werden. Das heißt, man kann den jemand in die Hand drücken und der kann es testen und sagen, ja, das Ding handelt, das tut das, was es soll. Das Gerät soll am Rand kleben bleiben. So, das war jetzt ein langer Tag. Voll interessant, spannend, weil man sich halt für Computersachen interessiert. Und alles mögliche, Netzwerktechnologien, Linux, Hardware-Steuerung. Der Herr Knopper hat da das Knoppix, das ist von ihm. Das ist also eine eigene Distribution, die läuft von einem USB-Stick aus. Und greift eigentlich gar nicht auf die Festplatten zu, wenn man es nicht will. Und das kann man auch selber remastern und eigene Programme aufhören und dann einen neuen USB-Stick machen. Und wie man dieses Remastern macht, das hat er heute einmal vorgeführt und gezeigt. Puh, da raucht der Kopf, gell? Wahrscheinlich sind die Haarspitzen eh schon ein bisschen angesenkt. Ja, jetzt gibt es dann gleich Abendessen und dann schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Ein bisschen gespenstisch, so am Abend da, aber nach dem Essen brauche ich noch ein bisschen Beine vertreten.
Ui, was kommt denn da für Wetter? Naja, angesagt haben sie es. Und das ist jetzt der Härtetest. Dunkel, schon ziemlich dunkel. Das Gewitter vor mir, ob sich das noch ausgeht. Schauen wir mal, wie die kleine Sonne das da packt. Bist du noch ein Rest, da regnet es da hinten. Na ja gut, in Angau hat es auch geregnet. Und hinterm Holerbusch, da sind Schaferln. Gehen wir mal ein bisschen näher zu den Schafe. Ja, nett. Der zweite Tag ist vorbei. Wir waren da gerade beim Wittgruberhof. Das ist eine ganz nette Hütte da am Berg oben. Den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Mitte der Fortbildung könnte man sagen, oder der zweite Tag, wie man es nimmt. Das war ein langer, anstrengender Tag heute. Es hat jetzt draußen 20 Grad weniger als wie gestern. Es sind die Wiesen gescheit durchtränkt, es hat ordentlich geschüttet, zweimal am Tag, ordentlich Gewitter gegeben, einmal am Tag. Und so ein USB-Stick, der mag ja 16 GB haben, aber wenn das nur, wie man es genau sieht, USB 2 ist, nutzt das nichts. Wir wollten da probieren, ein Betriebssystem drauf zu spielen, das hat dann noch 8 Stunden. Ja, war es noch lange nicht fertig. Die Maschine auf diesem USB-2-Stick zu installieren, da hat es einfach ausgebremst. Das ist nicht weitergegangen. Ja gut, der Tag ist vorbei. Wir haben einen gemütlichen Abend verbracht. Ich werde jetzt noch meine Mails checken. Ich werde jetzt noch die Videos überspielen. Videos schneiden tue ich da nicht. Da bin ich einfach zu müde dafür. War jetzt doch schon recht spät. Und dann morgen in der Früh geht es wieder weiter. Und wir haben noch morgen den Samstag, den dritten Tag. Einen langen Tag, der geht auch wieder bis 17 Uhr. Mit interessanten Themen, da freue ich mich schon drauf. Also dann, gute Nacht für heute. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es hat den Büro, begrüßt Sie mal bei City 164 von Graz Hauptbahnhof nach Zürich zur Information. Im Vor-